Welche Geschichte möchtest du dir erzählen, wenn du zum Beispiel mal 75 bist? Hallo, einen wunderschönen Montagmorgen wünsche ich dir. Hallo, ich grüße dich ganz herzlich und ja, zeig dich doch gerne mal, schreib mir doch gerne mal ins Kommentarfeld, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Ich freue mich so sehr auf unsere gemeinsame Zeit hier, auf die 21-Tage-Challenge, wo wir mal gründlich aufräumen in unserem Unterbewusstsein, unser Selbstbewusstsein, die Liebe zu uns selbst, die Selbstanerkennung, unser Mindset hier mal auf ein anderes Level bringen. Und bevor wir starten, bitte schreib mir doch gerne mal ins Kommentarfeld rein, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Und dann legen wir gleich los. Ich kann sehen, dass ich zwei Zuschauer jetzt habe, aber wenn einer sich mal bitte erbarmt, mir reinschreibt, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Genau. So. Muss mal gerade hier auf meinem anderen Computer noch schauen, dass die Übertragung hier klappt. Ja, das funktioniert. Gut, wunderbar. Okay, ja, super. Also, dann lass uns starten in die 21-Tage-Challenge. 21 Tage werden wir hier gemeinsam. Ja, liebe Erika, vielen, vielen Dank. 21 Tage werden wir jetzt morgens um 8 Uhr. Vielleicht sonntags eine Ausnahme um 9. Das gebe ich dann rechtzeitig bekannt. Aber ich glaube, 8 Uhr ist eine gute Zeit, um so in den Tag zu starten. Hier Zeit miteinander verbringen. Und bitte, trau dich hier zu kommentieren, lass uns gerne hier im Austausch sein und stell auch gerne deine Fragen. Ich habe natürlich für jeden Tag so ein Thema vorbereitet, weil wenn du Fragen hast, stell sie gerne, nutze jetzt wirklich so die nächsten Tage die Gelegenheit, dich hier coachen zu lassen, dir Inspirationen zu holen, damit du so den nächsten Schritt einfach auch in deinem Leben gehen kannst. Darum geht es mir wirklich. Ja? Lass uns da gemeinsam also wirklich austauschen und trau dich, deine Fragen zu stellen. Ich gehe da sehr gerne drauf ein. Und ich habe noch etwas mitgebracht, so als Erkennungszeichen. Diese Live-Videos, die sind ja dann auch später noch freigeschaltet, die kannst du dir ja auch immer wieder anschauen. Und damit du da so als Erkennungszeichen siehst, was zur 21-Tage-Challenge gehört, habe ich etwas mitgebracht, was ich jetzt gleich anziehe. Es ist dieser Hut hier. Ich ziehe ihn jetzt einfach mal an. Genau. Denn ich möchte dich zum einen dazu inspirieren, mal künftig. Das ist jetzt ein bisschen verrückt, hier mit dem Hut zu hocken. Vielleicht denkt dein Verstand jetzt auch, der Denker, was machten die da für dummes Zeug? Aber ich möchte dich doch dazu animieren. Und dazu gehört es ja auch, wenn man selbstbestimmt und voller Selbstbewusstsein, voller Selbstliebe sein Leben gestalten möchte, dass man ein bisschen verrückt ist. Also, dass man verrückt ist zu seinem Herzen, dass man die Dinge macht, die einem wirklich am Herzen liegen. Und ich habe mir da so ein bisschen eine Pippi-Langstrumpf-Mentalität angeeignet. Ich erschaffe mir meine Welt so, wie sie mir gefällt. Und das kannst du auch. Und dazu möchte ich dich ja auch animieren. Da hätte jetzt eigentlich besser so eine Pippi-Langstrumpf-Perücke gepasst, aber der Hut hier war nun mal da. Deshalb habe ich den ausgegrabt. Und ich bin ja auch so ein bisschen ökologisch angehaucht unterwegs, ein bisschen minimalistisch unterwegs, da jetzt extra noch eine Pippi-Langstrumpf-Perücke kaufen. Ja, das war es dann auch nicht, die dann nachher weggeworfen wird vielleicht und die Umwelt belastet. Deshalb wird es dieser Hut hier als Erkennungszeichen sein für die nächsten 21 Tage hier für die Challenge. Ja, ich habe eine Frage an dich. Welche Geschichte erzählst du dir? Welche Geschichte erzählst du dir, wenn du zurückblickst an heute Morgen, als du aufgewacht bist, als der Wecker geklingelt hat und du noch nicht so richtig wach warst? Denk mal zurück. Was hast du da schon angefangen zu denken? Wir haben ja da so ein Gedankenkabarett in uns installiert und knüpfen ja da so an den
Kram von gestern gerne an oder vorvorgestern. Entschuldigung. Oder ja, wir sind schon irgendwo wieder in der Zukunft, in Zukunftsängsten, in irgendwelchen Sorgen oder sind auch schon damit beschäftigt, was uns heute jetzt alles wieder erwartet. Also sind am Funktionieren. Ich kenne das alles nur zu gut noch von mir früher. Ich habe morgen sehr, sehr oft gedacht, wie soll ich das heute nur alles schaffen? Einfach nur tun, nur ja nicht denken. Das heißt, ich war auch nur am Funktionieren und war auch sehr, sehr viel in der Zukunft mit Zukunftsängsten und Existenzängsten und Geldsorgen beschäftigt und, so diese ganze Palette. Und da soll es jetzt auch die nächste Zeit ja hier drum gehen, mal anzufangen, bewusster zu denken. Und deshalb würde ich dich mal dazu einladen, auch mal jetzt auch wiederum dir vorzustellen, welche Geschichte möchtest du dir erzählen, wenn du zum Beispiel mal 75 bist? Das ist eine wesentliche Frage, die mich die letzten beiden Jahre oder 3 Jahre sehr, sehr intensiv beschäftigt hat und die vor 3 Jahren, 2 Jahren ist es jetzt her, auch noch ganz mal enorm dazu geführt hat, dass ich wirklich das letzte Quäntchen Mut aufgebracht habe, nur noch meinem Herzen zu folgen und nur noch die Dinge zu machen, die mir wirklich am Herzen liegen. Und das kannst du genauso. Das kannst du genauso wie ich. Und darum geht es ja jetzt auch hier die nächste Zeit. Und wenn ich dich dazu einlade, jetzt mal dir vorzustellen, wenn du 75 bist, etwa, und welche Geschichte erzählst du dir dann? Wir erzählen uns ja ständig Geschichten. Unser Gedankenkabarett, wenn wir uns da mal beobachten, wir sind ständig dabei, uns irgendwelche Geschichten zu erzählen, die wir dann letzten Endes ja auch noch glauben. Und damit erschaffen wir uns ja dann unsere Realität im Außen. Und welche Geschichte möchtest du dir mit 75 erzählen? Möchtest du dir dann erzählen, ich bin gelebt worden, ich war nur am Funktionieren? Das Leben ist an mir vorbeigezogen. Ich war nur im Mangel. Ich habe mich nicht selbst verwirklicht. Habe ganz wenig von den Dingen gemacht, die mir wirklich am Herzen liegen. Ich habe meinen Kindern Dinge mitgegeben, die ich ihnen gar nicht mitgeben wollte, wo ich jetzt sehe, dass sie das nachleben. Ich habe ganz, ganz wenig Mut gehabt, auf mein Herz zu lauschen und ja, die Dinge zu tun, die mich wirklich ausgemacht haben. Oder möchtest du, wenn du 75 bist, auf ein erfülltes, glückliches Leben zurückschauen? Möchtest du dir sagen, ich habe gelebt, ich habe in vollen Zügen gelebt, ich habe noch die Kurve gekriegt, ich habe die Dinge gemacht, die mir wirklich am Herzen liegen. Ich habe auch noch die Kurve dahingehend gekriegt, dass ich meinen Kindern noch was anderes mit auf den Weg geben konnte, dass ich erkannt habe, dass ich mir selbst mit meinen Gedanken im Außen meine Lebenswirklichkeit erschaffe. Ich fühle mich gesund, fit und vital, hellwach, topfit, voll guter Energie, starte ich in den Tag. Ich bin an den schönsten Orten dieser Welt. Ich halte mich gerade dort auf, wo es mir jetzt gerade gefällt. Ich habe die Fülle erkannt im Leben, die auch für mich da ist. Und habe meinen Seelenplan entdeckt und lebe meinen Seelenplan und gebe auch die Dinge, die mir am Herzen liegen, an andere Menschen weiter. Auf welches Leben möchtest du zurückblicken? Lass es mal auf dich wirken. Und ich gehe mal von aus, eher auf das Letzte, dass du wirklich gelebt hast, dass du in vollen Zügen dein Leben genossen hast. Und ich unterscheide ja immer gerne zwischen Unterbewusstsein und Unbewussten. Im Unterbewusstsein, das sind so in erster Linie die Dinge verankert, wie bei einem Computer, Programme, Dateien, die wir irgendwann mal angelegt haben, in der Kinderstube, was war so wie so ein ungefiltertes kleines Menschlein, dass eigentlich da schon eine komplette Persönlichkeit war, nur vom Außen her natürlich nicht so wahrgenommen wurde und anerkannt wurde. Da haben wir alles ungefiltert aufgenommen und in unser Unbewusstes, in unser Unterbewusstsein reinsinken lassen,
und haben nachgeahmt und haben das zu unserem Glaubenssystem gemacht. Und so haben wir angefangen, uns im Außen mehr und mehr, ja, unsere Realität zu erschaffen. Und dann unterscheide ich ja gerne zwischen Unbewusstem und Unterbewusstsein. Im Unbewussten sind natürlich ganz, ganz viele Dinge noch verankert, die karmisch bedingt sind, karmische Verknotungen, Verstrickungen, sei es aus früheren Leben oder die aus dem Unterbewusstsein noch eine Etage tiefer abgesackt sind, die uns, ja, wie gesagt, gar nicht bewusst sind. Und bevor ich dir jetzt hier noch lange einen Vortrag zu Unterbewusstsein und Unbewusstem halte, lade ich dich dazu ein, jetzt gleich einfach mal eine Übung mit mir zu machen, dass wir uns da schon mal so ein bisschen befreien von den Dingen, die noch in uns aktiv sind, die nicht wirklich zu uns gehören. Ich habe das bei mir immer so wahrgenommen, wie so viele Schleier, die über mir liegen, wie so ein Damoklesschwert, das über mir liegt. Ich habe zwar instinktiv gespürt, da muss es doch noch mehr in meinem Leben geben, als das, was ich bislang im Außen vorfinde. Aber ich hatte lange nicht den Mut, wirklich das zu leben, was ich wirklich wollte. Und als ich angefangen habe, da wirklich mich auf diesen Weg dann nochmal zu begeben und mich von all diesen Dingen zu befreien, da hat es nochmal schnipp, schnipp, schnipp gemacht. Und genau das möchte ich jetzt auch mit dir hier machen und erreichen. Und bitte, wenn wir so die eine oder andere Übung machen und du denkst, ja, kenne ich doch schon, was die da sagt, oder weiß ich doch schon, oder habe ich doch schon gemacht, das nutzt bei mir nichts, das funktioniert bei mir nicht, das höre ich immer mal wieder im Gespräch. Jeder von uns ist einzigartig, auch du bist einzigartig. Du bist eine einzigartige, wunderbare Persönlichkeit, eine wunderbare Frau, ein wunderbarer Mann. Du bist dir dessen nur noch nicht so bewusst, du bist noch auf dem Weg, deine volle Größe, deine wahre Stärke und Energie anzunehmen. Du bist auf diesem Weg. Jetzt habe ich den Faden verloren, was ich damit eigentlich sagen wollte. Ja, genau. Und wenn das ein oder andere, wenn es in dir denkt, das kenne ich doch schon, das funktioniert bei mir nicht. Jeder von uns ist einzigartig, aber es gibt eine große Energie, die alles in Schwingung bringt. Und jeder von uns, ausnahmslos, ist ein Teil dieses großen Ganzen und schwingt in diesem großen Ganzen. Den kann sich niemand von uns entziehen. Und da gelten so gewisse Gesetzmäßigkeiten, die einfach funktionieren. Das Gesetz der Resonanz, das Gesetz der Anziehung, das Gesetz der Gedankenkraft, alles das, was wir aussenden, unsere Gedanken sind auch Energien. Und wie bei einem Radiosender, das, was wir aussenden, das empfängt der Radiosender. Und so ist es auch bei uns, das, was wir aussenden, empfangen wir auch. Und diesen natürlichen Gesetzmäßigkeiten, die können wir uns nicht entziehen. Und wenn du bislang vielleicht die ein oder andere Übung schon kennst oder gemacht hast oder denkst, das funktioniert bei mir nicht, du bist da keine Ausnahme. Das sind Dinge, über die wir hier die nächsten 21 Tage sprechen, die funktionieren bei absolut jedem, auch bei dir. Und wenn du glaubst, du kannst das nicht oder das funktioniert bei dir nicht, weil, oder ich habe es schon mal probiert, dann mach dir bitte bewusst, dass das alles auch nur Glaubenssätze sind, mit denen du dir jetzt selbst eine Schranke vorsetzt und dir versuchst, die Geschichte zu erklären, zu erzählen, da sind wir wieder beim Geschichten erzählen, dass es bei dir nicht funktioniert. Oder du hast die Übung nicht regelmäßig gemacht. Ich habe regelmäßige Rituale, die mich morgens, mittags und abends begleiten. Und das bringt mich auf meinen Weg oder hat mich auf meinen Weg gebracht. Und das bringt auf dich auf deinen Weg. Deshalb hier der Appell an dich, bleib dran mit den Übungen. Das Allerwichtigste ist, dass du hier im Kopf beginnst aufzuräumen, dir ein anderes Mindset aneignest und dich dann öffnest mit so einer kindlichen Neugierde, wie das Universum in Bewegung kommt. Das ist immer so eine Hilfestellung für mich, dass ich mir vorstelle, wie so ein kleines Kind, das schaut morgens, ach, das kann es gar nicht erwarten, aufzustehen. Was bringt mir der Tag heute wieder Neues? Eigne dir diese kindliche Neugierde nochmal an. Und so übst du dich auch darin, präsenter zu sein, im Hier und im Jetzt zu sein und diese Botschaften vom Universum einfach mal anzunehmen und wahrzunehmen. Und hab Mut.
Das heißt, dass du einfach mal so einen verrückten Hut hier aufsetzt am Montagmorgen. Egal. Gut, also, wenn du bereit bist, lasst uns gerne eine Übung gemeinsam machen, die dich dahin bringt, dass du dir künftig mehr von den Geschichten erzählst, die dich dahin bringen, wo du zum Beispiel mit 75 dann sein möchtest und auf ein glückliches, erfolgreiches und erfülltes Leben zurückblickst. Also, bist du bereit? Dann schließen wir mal die Augen. Nehmen eine bequeme Sitzhaltung ein. Der Rücken sollte möglichst gerade sein, sodass die Energie frei fließen kann. Die Füße nebeneinander auf dem Boden, sodass du auch Kontakt zur Mutter Erde aufnehmen kannst, die uns nährt und trägt. Die Hände gerne mit den Handflächen nach oben auf die Oberschenkel legen, so wie um alles Gute aufzufangen. Und dann lade ich dich ein, in deinen eigenen Rhythmus dreimal tief ein- und auszuatmen. Tief einatmen durch die Nase und tief ausatmen durch den Mund und durch den Mund ausatmen. Da lässt du dich gerne auch so in deinen Körper sinken. Und komm so ganz im Hier und im Jetzt in deinem Raum, in dem du dich gerade befindest und auch in unserem gemeinsamen Raum hier an. Lass den Atemstrom jetzt ganz leicht und frei durch deine Nase ein- und ausströmen. Und scanne mal deinen Körper. Scanne mal deinen Körper auf Anspannungen und auf Anhaftungen. Lass vielleicht die Schulter noch mal so sinken, nimm deinen Körper mal ganz liebevoll wahr. Wenn irgendwo noch Verkrampfungen sind, lass los, soweit dir das jetzt möglich ist. Und richte einfach für einen Moment deine Aufmerksamkeit auf deinen Atemstrom. Und ich lade dich auch dazu ein, wenn du möchtest, dir vorzustellen, wie du jetzt den Raum, in dem du dich gerade befindest, mit deiner ganzen Präsenz einnimmst. Lass die Augen geschlossen und stell dir vor, wie du dich über deinen physischen Körper hinaus ausbreitest, ausbreiten kannst. Erlaube es dir aus, dich auszubreiten und den gesamten Raum, in dem du dich befindest, mit deiner Präsenz einzunehmen. Sei mal ganz präsent. Einfach vorstellen, du kannst da nichts falsch machen. Stell dir einfach vor, wie es wäre, wenn du dir jetzt erlauben kannst, über deinen physischen Körper hinaus dich auszubreiten in den Raum, in dem du dich gerade befindest. Wunderbar machst du das. Ich habe da immer auch so den Impuls, wenn ich mir das vorstelle, so ein bisschen mitzuschwingen mit dieser Energie, mit dem Körper so ein bisschen hin und her zu wippen. Wenn du den Impuls hast, dann mach das auch gerne. Auch wenn dein Denker jetzt nochmal vielleicht dir suggerieren möchte, was macht die da? Er darf das alles in Frage stellen. Vielleicht magst du ihn auch bitten, irgendwo in der Ecke im Raum einen Platz jetzt einzunehmen und auch einfach mal nur zu beobachten. Wunderbar, genau. Noch ein bisschen weiter ausbreiten in dem Raum. Es geht noch ein bisschen mehr und komm noch mehr im Hier und im Jetzt an und sei präsent. Schön. Und dann lade ich dich ein, dir vor deinem geistigen Auge jetzt mal eine goldene Schale vorzustellen. Stell dir einfach vor, wie vor deinem geistigen Auge eine goldene Schale jetzt schwebt. Wenn du visuell veranlagt bist, vielleicht siehst du eine große, goldene, prunkvolle Schale. Ansonsten denk einfach vor dir, vor deinem geistigen Auge ist eine goldene Schale. Du kannst da nichts falsch machen. Einfach vorstellen, eine goldene Schale ist vor deinem geistigen Auge.
Und dann lade ich dich ein, durch den Mund mal auszuatmen. All die Dinge, all die Geschichten, die du dir bislang erzählt hast, die dich klein halten, die dich machtlos halten, die dich ohnmächtig fühlen lassen. Du brauchst jetzt noch nicht mal an spezielle Geschichten zu denken. Stell dir einfach vor, wie du all den Kram und all den, sorry für den Ausdruck, all den Scheiß ausatmest, in die goldene Schale, durch den Mund ausströmen lässt, wie du dich befreist von all dem Kram, der dich bislang in der Unfreiheit hält. Mach das jetzt mal einige Male in deinem eigenen Rhythmus. Du kannst nichts falsch machen, einfach mitmachen. Einfach dir vorstellen, wie du all den Kram jetzt durch den Mund ausatmest und in diese goldene Schale fließen lässt. Mach dich mal leer. Du hast jetzt Zeit dazu. All das, was nicht wirklich zu dir gehört, ganz gleich, was es ist, ob es dir jetzt bewusst ist oder nicht bewusst ist, stell dir einfach vor, wie du dich frei machst von diesen Dingen, wie du durch das Ausatmen durch den Mund all diesen Kram in die goldene Schale ausatmest. Mach einfach mit. Wunderbar machst du das. Und da geht noch mehr. Mach dich noch leerer. Und noch ein letztes Mal mit einem tiefsten Seufzer, Seufzer. Wunderbar. Und dann geben wir die Schale ab ans Universum. Das Universum weiß, was es damit machen sollte und macht. Entsorgt diese Schale jetzt einfach und den Inhalt. Überlass alles Weitere jetzt dem Universum. Dann lade ich dich ein, dir vorzustellen, wie vor deinem geistigen Auge jetzt ein goldener, großer Luftballon entsteht. Ein goldener, großer Luftballon. Und in diesem goldenen, großen Luftballon sind all die Energien drin, die zu dir gehören, die du jemals abgegeben hast, bewusst oder unbewusst, sei es in diesem Leben oder in einem früheren Leben. All diese wunderbaren, kraftvollen Energien, die zu dir gehören, sind in diesem Ballon. Und jetzt lade ich dich ein, dich der Bereitschaft zu öffnen, all diese Energien jetzt wieder zu dir zu nehmen. Und jetzt geschieht etwas Magisches. Dieser Ballon, wenn ich auf drei gezählt habe, öffnet er sich. Und all diese Energien strömen jetzt zu dir, übergießen dich. Du kannst dir gerne auch vorstellen, wie dieser Ballon gefüllt ist mit so, ja, einer Art goldenem Feenstaub. Und wie dieser Ballon sich jetzt gleich öffnet und sich über dich ergießt. Eins, zwei und drei. Dieser Ballon öffnet sich jetzt. Und diese goldenen, wunderbaren Energien, vielleicht in Form eines goldenen Feenstaubes, übergießen sich jetzt über dich. Atme sie auch gerne bewusst durch die Nase tief und genüsslich ein und spür mal, was dir da jetzt zuströmt. Spür mal, was dir da jetzt zuströmt. Tank dich auf mit diesen Energien.
Mit diesen wunderbaren Energien, die jetzt wieder zu dir strömen, die dich bringen möchten in deine wahre Kraft, Stärke und Energie. Tank dich auf. Tank dich auf. Tank dich ganz bewusst auf. Atme tief und genüsslich durch die Nase ein. Und erlaube diesen Energien, sich auch auszubreiten über deinen physischen Körper hinaus, in alle feinstofflichen Körper, auf alle Ebenen deines Seins. Tank dich auf mit deiner eigenen Kraft, Stärke und Energie. Hol dir jetzt all das zurück, was zu dir gehört. Und ein letztes Mal ganz tief und genüsslich einatmen. Dann lade ich dich ein, deine Hände mal auf dein Herz zu legen, auf dein Herzchakra. Und so mal Kontakt zu deinem Herzen aufzunehmen. Und jetzt fühl mal, wie es dir geht. Fühl mal, wie du dich jetzt fühlst. Fühl mal, wie es sich anfühlt, in dieser liebevollen und kraftvollen Energie jetzt zu sein. Fühl mal hinein und genieße. Spür mal, welche Gefühle jetzt aufkommen. Vielleicht sind es Gefühle der Liebe, der Dankbarkeit, der Freude, der Befriedigung. Vielleicht huscht dir auch ein Lächeln übers Gesicht. Fühl dich ganz geborgen und gehalten und genieße. Genieße es, so bei dir zu sein. Genieße wieder diese Energien, die jetzt nochmal zu dir geflossen sind. Und nimm einen tiefen Atemzug jetzt nochmal. Und öffne deine Arme, breite deine Arme aus. Und öffne dich noch mehr Fülle, die jetzt zu dir strömen möchte. Öffne dich, steh mit ausgebreiteten, beziehungsweise sitz mit ausgebreiteten Armen da. Und öffne dich noch mehr Fülle, die jetzt zu dir fließt. Erlaube dir, diese Fülle jetzt anzunehmen und noch weiter zu dir strömen zu lassen. Erlaube es dir ganz bewusst. Erlaube dir, deine wahre Größe anzunehmen. Wunderbar machst du das. Und dann lade ich dich ein, deine rechte Hand zu nehmen, zu deiner linken Schulter zu führen, dir selbst auf die Schulter zu klopfen und dir selbst zu sagen: Ich bin ein wunderbarer Mensch. Ich bin eine wunderbare Frau, ein wunderbarer Mann. Und das habe ich jetzt ganz großartig gemacht. Das habe ich jetzt ganz großartig gemacht. Klopf dir selbst auf die Schulter und spür auch da mal, was es mit dir macht. Das habe ich ganz großartig gemacht. Klopf dir auf die Schulter. Vielleicht merkst du auch, wie dein Rückgrat sich jetzt aufrichtet, wie dein Körper in eine gerade, aufrechte Haltung geht. Klopf weiter auf die Schulter. Das habe ich gut gemacht. Lob dich selbst. Wunderbar. Und dann öffne noch mal deine Augen. Ja, großartig. Schön. Das wäre jetzt auch der Zeitpunkt, wo du gerne noch Fragen stellen kannst.
ich gerne noch drauf eingehe. Ansonsten schreibst du später ins Kommentarfeld. Werde ich auch später gerne oder beziehungsweise werde es dann morgen aufgreifen. Ich gucke mal hier gerade noch auf meinem anderen Computer, ob da noch was reingekommen ist. Und lass uns, wie gesagt, gerne austauschen. Zwei Kommentare sind da, da schaue ich mal eben. Ich freue mich natürlich auch über Herzen und Daumen hoch, dass ich weiß, dass ich dich erreicht habe, dass ich dich inspirieren konnte und darf. Okay, wunderbar. Wo sind die Kommentare? Ich aktualisiere mal eben noch mal. Gut, danke für die Herzen, danke fürs Daumen hoch. Perfekt, also schreib mir mal gerne, wie es war für dich. Und wenn du Fragen hast, auch gerne reinschreiben. Ich greife sie dann morgen in der nächsten Challenge auf. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag. Fühl dich ganz, ganz lieb umarmt. Und wir sehen uns morgen in alter Frische um 8 Uhr. Bis dahin, ich freue mich auf dich. Alles Liebe. Ciao, ciao.